Meine Damen und Herren, wir kommen zu Punkt 11 der Tagesordnung. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes. Berichterstatter Herr Kollege Landau, Sie haben das Wort. So, jetzt könnte auch jemand kommen. Ja, bitte die Schriftführer abzulösen. Sie kommt gleich, ist okay. Ja. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Oh, nein, das ist doch verkehrt, das ist das Umweltinformationsgesetz. Jetzt habe ich den richtigen. Sie haben das Wort, Herr Kollege Landau. Also der erste Teil mit der Begrüßung stimmte. Die korrigierte Beschlussempfehlung kommt jetzt. Das ist der gleiche Ausschuss. Empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, des Bündnisses 90 die Grünen, der Linken und der FDP gegen die Stimmung der SPD den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Sie haben auch das Wort in der Debatte, Herr Kollege Landau. Ja, ich habe dann auch gleich das Wort sozusagen in der Sache. Die Anhörungsunterlagen, die wir hatten, hat ein sehr eindeutiges Bild ergeben. Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist auf breiteste Zustimmung gestoßen. Natürlich haben sich die Anzuhörenden auch damit befasst, was die SPD beantragt hat. Sie wollte ja außer formalen Änderungen am Hessischen Wassergesetz auch fachlich-sachliche Veränderungen. Und da fand ich eine Stellungnahme, nämlich die des Städtetages, sehr interessant. Ich darf da ganz kurz zitieren. Im Übrigen erwarten wir, dass das Hessische Wassergesetz umfassend evaluiert wird. Das soweit im Sinne der SPD. Wir haben gegenüber dem Hessischen Umweltministerium bereits einige konkrete Änderungsvorschläge angedeutet, die jedoch noch zunächst in unseren Gremien beraten werden müssen. Warum zitiere ich das? Weil auch wir gesagt haben, ja, das, was die SPD auch hier formuliert hat, es gibt sehr viel, was wir noch mit dem im Zusammenhang mit dem Wassergesetz diskutieren müssen. Nur der Zeitpunkt ist nicht der richtige. Hier sieht man, da ist noch Bedarf, innerhalb der Gremien das abzustimmen. Wir sagen, im Bund passiert noch etwas mit der Düngeverordnung. Wir wissen auch nicht, wie die Wasserrahmenrichtlinie, was da noch an neuen Erkenntnissen gibt. Und wir sagen, dann, wenn wir die Ergebnisse dort alle haben, dann ist der richtige Zeitpunkt, sich umfassend, sachlich und fachlich mit dem Wassergesetz zu befassen. Insofern heute nur das Formale. Und wir werden dann zu einer anderen Zeit mit Sicherheit ganz intensiv uns, Herr Gremmels, mit den Vorschlägen, die Sie hier für die SPD eingebracht haben, nebenbei bemerkt. Der Landesverband für Energie- und Wasserwirtschaft hat ja auch 20 VKU 23 Vorschläge eingebracht. Also, wir haben da eine Menge zu diskutieren. Aber es ist halt heute nicht der richtige Zeitpunkt. Er wird kommen. Ich denke, spätestens im Dreivierteljahr werden wir uns mit all diesen Dingen befassen. Insofern bleibt mir heute hier nur zu sagen, die CDU-Fraktion unterstützt den Gesetzentwurf der Landesregierung. Und wir bitten Sie, dasselbe zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Als nächster Redner hat das Wort Herr Kollege Gremmels für die SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Landau, zunächst kann ich Sie beruhigen. Die Stimmung in der SPD-Fraktion ist sehr gut, auch beim Thema Wassergesetz. Zum einen und zum Zweiten, wann es ein richtiger Zeitpunkt ist, einen Änderungsantrag zu einer Gesetzesvorlage der Regierungskoalition zu stellen. Das entscheiden nicht Sie. Das ist immer noch Aufgabe der Opposition. Und dieses Recht werden wir uns auch in Zukunft vorbehalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Hauptargument in der letzten Debatte hier, Frau Hinz, und Sie haben es ja auch noch einmal im Ausschuss deutlich gemacht, ist, wir würden auf die Düngemittelverordnung des Bundes warten.
Ja, aber es war Ihr zentrales Argument vorhin. Ich wundere mich, wenn wir einmal über den Rhein schauen, was denn die Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz gemacht haben. Die haben Mitte dieses Jahres ihr Wassergesetz sozusagen novelliert und auf Stand gebracht. Mitte des Jahres. Die Kollegen in Rheinland-Pfalz mussten also nicht auf den Bund warten, sondern haben ihre Hausaufgaben gemacht, Frau Hinz. Insofern treffen Ihre Argumente nicht zu. Sie können sich ja einmal mit Ihrer Amtskollegin aus Rheinland-Pfalz unterhalten. Und Herr Landau, scheinbar lesen wir Stellungnahmen der Verbände ganz unterschiedlich. Das selektive Wahrnehmung gehört dazu. Ich habe sowohl beim Hessischen Städte- und Gemeindebund als auch beim Hessischen Städtetag zum Thema EKVO etwas gelesen, wenn wir uns da alle richtig erinnern. Und da gibt es die Bitte, Städte und Gemeinden, denen die Abwasserbeseitigung übertragen wurde, sollen von der Überprüfungspflicht der Zuleitungskanäle im Bereich der Grundstücksentwässerungsanlagen entbunden werden. Das ist der Wunsch der kommunalen Spitzenverbände. Übrigens, wenn wir uns daran erinnern, Ihre Vorgängerin, Frau Puttrich, hat im Jahre 2012 die EKVO ausgesetzt. Und jetzt wäre es an der Zeit, wenn wir die Hand ans Hessische Wassergesetz legen, für die Kommunen in dieser Frage auch einmal endlich Rechtssicherheit zu schaffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Worauf warten Sie denn? Worauf warten Sie denn? Da brauchen wir auch auf keine Düngemittelverordnung warten. Das ist ureigenste Aufgabe. Dafür sind Sie gewählt, Frau Hinz. Und, ich finde, dass in der Tat noch ein paar andere nette Stellungnahmen auch beim Hessischen Städtetag drin standen. Da wurde auch in der Stellungnahme deutlich gemacht, dass einige Mitgliedsstädte des Städtetages in ihrer Stellungnahme auch auf das Verbot des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln am Uferrandstreifen wünschen. Das steht ausdrücklich drin in der Stellungnahme. Dem entsprechen wir mit unserem Änderungsantrag übrigens eine Forderung, die Bündnis die 90, die Grünen, als sie noch Opposition waren, ebenfalls hier geteilt haben. Aber so kann es gehen. Kaum ist man auf der anderen Seite und man regiert, mag man es nicht so gerne, wenn die Opposition auf die Versäumnisse hinweist. Damit müsst ihr leben. Ganz ehrlich, der eigentliche Grund ist, warum wir heute eine Schmalspur-Gesetzesnovelle haben beim Wassergesetz, ist, dass es einen Konflikt zwischen Grünen und CDU gibt und sie sich nicht einig werden. Ja, wir haben ja gleich Abend der Agrarwirtschaft. Können wir mit Herrn Schneider mal reden, ob er das so auch so sieht? Da gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen Ihnen, einen Konflikt zwischen Schwarz-Grün. Den versuchen Sie hier zu übertünchen. Da, wo Sozialdemokraten mitregieren, nämlich in Rheinland-Pfalz, gab es vernünftige Kompromisse, auch bei der Frage des Uferrandstreifens. Ich verweise da auch ausdrücklich, und das ist auch aus meiner Sicht ein guter Kompromissvorschlag vom Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft oder auch dem VKU Hessen, die auch da in der Stellungnahme sehr gute Vorschläge gemacht haben, Frau Hinz. Und Herr Landau hat ja recht, es gibt erhebliche dieser beiden Spitzenverbände erhebliche Änderungswünsche. Über 23 vom einen Verband, 21 vom anderen Verband. Das müssen wir ernst nehmen. Und das kann man nicht, wie Sie das hier tun, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, Frau Hinz. Wenn man ein Gesetz anpackt, dann muss man es auch notwendig und vollständig novellieren und nicht nur Stückwerk machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass Sie die Evaluierung nicht früher hinbekommen haben, ist doch nicht das Problem der Opposition. Das liegt darin, dass Sie Ihr Haus nicht im Griff haben, Frau Hinz. Und vielleicht sollten Sie sich einmal auf Ihre Kernkompetenz als Umweltministerin konzentrieren, statt komische Wettbewerbe im Internet auszurufen, wie letzte Woche geschehen, ein Wettbewerb des Hessischen Umweltministeriums, was überschrieben ist mit der Überschrift Lust auf Grün. Ich glaube, dass das eher eine verdeckte Parteiwerbung für die Grünen sind. Wäre mal was für den Landesrechnungshof, sich darum zu kümmern. Ich finde, das ist ein Unding. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, bevor Sie solche ominösen Wettbewerbe, die zumindest eine Doppelmoral haben bzw. eine doppelte Botschaft haben, hier auf den Weg zu bringen. Dafür sind Sie gewählt. Und wir als Opposition werden auch in Zukunft bei vermeintlich unspektakulären Gesetzentwürfen die Finger in die Wunde legen. Dafür sind wir da. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gremmels. Als Nächster spricht der Abg. René Rock für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Man hat sozusagen die Möglichkeit, die Herr Gremmels hier genutzt hat, über das Gesetz zu sprechen, nämlich über genau das zu sprechen, was in dem Gesetz nicht steht. Oder man kann das eben anders machen, kann sagen, ich orientiere mich an dem, was denn wenigen, was in dem Gesetz steht, dann gibt es aus meiner Sicht eigentlich keinen fachlichen Grund, nicht diesem Gesetz auch zuzustimmen, sondern das werden wir tun. Wir werden das Gesetz mittragen und am Ende die Debatte wird uns einholen. Wir werden die Debatten dann führen, wenn wir sie eben hier auch
auf dem Tisch haben. Wir tragen dieses Gesetz mit. Und ich werde es relativ kurz machen, damit wir dann fachliche Gespräche vielleicht dann doch noch an dem Parlamentarischen Abend halten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als Nächstes hat das Wort Frau Abg. Dorn für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegen der SPD, lieber Herr Gremmels, ich stelle erfreut fest, dass die SPD, um eine gute Umweltpolitik zu machen, immer die GRÜNEN brauchen, weil der ganze Antrag, den Sie hier vorgelegt haben, ist ja ein grüner Antrag aus der letzten Legislaturperiode. Sie haben darum gebeten, dass wir die Stellungnahmen sehr ernst nehmen sollen. Selbstverständlich, Herr Kollege Gremmels, nehmen wir diese Stellungnahmen als Koalition sehr, sehr ernst. Wir sind auch mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern schon in Gesprächen zu diesem ganzen Thema Novellierung des Hessischen Wassergesetzes. Aber weil wir es so ernst nehmen, nehmen wir uns auch die Zeit, die wir dafür brauchen, Herr Kollege Gremmels. Ich verstehe sehr gut, dass Ihnen die Legislaturperiode, die noch andauernd ist, noch viel zu lange ist. Für uns ist es ausreichend Zeit, um gute Gesetze auf den Weg zu bringen. Es gibt für uns keinen Druck, an diesem Punkt zu handeln. Es gibt aber an einem Punkt, durchaus Druck. Das ist die Frage, die jetzt hier geregelt werden soll. Deswegen wird die auch jetzt so zügig umgesetzt. Da geht es einfach darum, mehr Transparenz zu schaffen über die Wasserrahmenrichtlinie, über das Internet. Ich glaube, da besteht auch kein Dissens in diesem Hause. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir das hier einstimmig beschließen könnten. Das ist eine Transparenzmaßnahme für die Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Frau Staatsministerin Hinz für die Landesregierung. Bitte sehr. Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren! Diese Novelle oder diese Änderung des Wassergesetzes soll ja deshalb gemacht werden und deswegen noch möglichst jetzt im September, weil wir Ende des Jahres die Wasserrahmenrichtlinie mit den Maßnahmenplänen eben nicht als Papier veröffentlichen wollen, sondern digital. Ich glaube, das ist im Zeitalter der Digitalisierung des Internets sehr kundenfreundlich. Und deswegen wollen wir das dem eine rechtliche Grundlage verschaffen, deshalb die Gesetzesänderung. Was die Frage einer Gesamtnovellierung angeht, finde ich den Hinweis auf Rheinland-Pfalz einigermaßen vergnüglich. Sie haben nämlich im März Landtagswahl. Wenn die jetzt nicht in diesem Jahr das Wassergesetz geändert hätten, dann hätten sie es überhaupt nicht mehr ändern können in dieser Wahlperiode. Und dann verstehe ich schon, warum das Gesetz jetzt geändert wird mit dieser Regierungsmehrheit, weil eine wie auch immer geartete Regierung später sicher nicht als erstes ein solches Wassergesetz in die Hand nehmen wird. So, was Sie für einen möglichen Konflikt hier halten, das war, also, habe ich Ihnen ja schon im Ausschuss gesagt, ich kenne keinen. Das liegt vielleicht auch daran, weil wir noch nicht einmal ein Evaluierungsergebnis vorliegen haben, über das wir uns inhaltlich hätten streiten können, weder mit Verbänden noch mit den Koalitionspartnern noch mit der Opposition. Das wird ein Vergnügen ab dem nächsten Jahr dann werden. Wir wollen sowohl Erkenntnisse aus der Düngeverordnung als auch die Ergebnisse der Wasserrahmenrichtlinie mit einbringen, damit es eine echt gute Wassernovelle wird. Darauf können Sie sich ab heute schon freuen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und freue mich, wenn dieses Gesetz dann jetzt in Kraft treten kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Hinz. Wir sind damit, wenn ich das richtig sehe, am Ende der Debatte. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen deswegen zur Abstimmung nach der zweiten Lesung bzw. im Rahmen der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes, Drucksache 19-2401, ist die Beschlussempfehlung zu dem Entwurf 19-2071. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen.
Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der Abg. Öztürk und der LINKEN. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist der Gesetzentwurf mit der eben von mir vorgetragenen Zustimmung beschlossen und der Gesetzentwurf damit zum Gesetz erhoben. Vielen Dank. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt.